Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 14. Juni 2018. Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Zwillinge in Osthorizont auf und das ist ein Aufstieg für die Zwillingsgeborenen und auch Glück bei Fortuna verteilt dann das Glück für die Zwillingsgeborenen. Die Zwillingsgeborenen haben die Bedürfnis nach Klarheit und auch nach Wahrheit und auch wahrgenommen werden. Aber sie brauchen zurzeit die Ruhe und den Rückzug und genau daran liegt auch das Glück. Etwas zurücknehmen, zurückhaltend zu sein oder die Ruhe bewahren, das, was die Zwillingsgeborenen voranbringt. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen können damit rechnen, dass etwas in Bewegung kommt und auch mehr Gespräch, mehr Kontakt und wird auch über Gefühle gesprochen. Und das ist auch die Bedürfnis bei den Krebsgeborenen, etwas klären und über Gefühle sprechen. Die Tierkreiszeichen Löwengeborenen bewegt sich etwas in die Liebepartnerschaft. Bei vielen Löwengeborenen sind es Neuigkeiten oder ein Neuanfang oder eine neue Begegnung. Aber die Löwengeborenen haben Zweifel daran oder Angst vor dieser Veränderung. Sie spüren, dass eine Veränderung kommt und entstehen auch die Ängste und die Löwengeborenen sollen ihren Angst überwinden. Die Tierkreiszeichen Jungfraugeborenen ist ein wichtiges Thema, die wohnliche Situation. Entweder ziehen sie zurück und brauchen sie die Ruhe und genießen das Zuhause oder verändern etwas im wohnlichen Bereich. Bei manchen Jungfraugeborenen bedeutet das auch ein Umzug. Und natürlich, wenn es hier um Umzug geht, kommen auch die Verträge wie Mietvertrag oder Kaufvertrag. Und da haben die Jungfraugeborenen gerade Glück. Auch in Finanzen können sie gerade etwas regeln. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen haben die schöpferische Kraft, auch die Mut, etwas verbessern, beruflich etwas verbessern. Trotzdem haben die Wagengeborenen heute das Gefühl, es geht nichts voran, es bewegt sich nichts. Ein bisschen Geduld noch, weil in den kommenden Tagen kommt schon etwas in Bewegung. Und wo die Wagengeborenen noch Glück haben, das ist die Liebe-Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Skorpiongeborenen bekommen ihre Rechte. Entweder ist das eine rechtliche Lage und da haben die Skorpiongeborenen gerade Glück oder was sie als ungerecht empfunden haben bis jetzt, jetzt auf einmal kommt die Wahrheit ins Licht und sie bekommen ihre Rechte. Bei Skorpiongeborenen ist das zum Erwarten, dass etwas oder jemand kehrt zurück von Vergangenheit und eine gute Nachricht ist auch unterwegs. Bei Tierkreiszeichen Schützengeborenen ist sehr wichtig die berufliche Situation, weil da orientieren sich die Schützengeborenen neu oder möchten sie etwas verbessern. In die Liebepartnerschaft, was auch sehr wichtig ist, haben die Schützengeborenen gerade Glück. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen spüren, dass eine Veränderung kommt und sie sollen von etwas verabschieden, loslassen, von etwas trennen oder von jemand trennen, all das, was blockiert. Sie räumen gerade auf in ihrem Leben. Keine Angst vor diesen Veränderungen. Die Gespräche sind auch wichtig, aber nicht nur warten, bis diese Nachricht kommt, sondern die Steinbockgeborenen sollen den Kontakt zu jemand suchen.
Die Tierkreis zeichnen Wassermann Geborenen bedeutet gerade etwas, eine Reise oder Ausland oder Kontakte von Ausland oder ein Besuch von Ausland. Und die Wassermann Geborenen ist nicht nur die Reise wichtig, sondern die berufliche Situation, weil da setzen sie gerade ihren Kraft ein, beruflich etwas zu verbessern. Die Tierkreis zeichnen Fischen Geborenen bekommen auch ihre Rechte und sie sollen auch intuitiv handeln, so bringen etwas in Ordnung. Und eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Vielleicht nicht heute, aber das nähert sich. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist gerade ein Heilprozess. Und nicht nur bei Krankheiten ist wieder diese Lebenskraft, diese Heilenergie da, sondern all das, was im Leben gekränkt hat. Diese Lebenssituation wird jetzt gerade in Ordnung gebracht. Bei Wiedergeborenen ist gerade ein beruflicher Aufstieg. Und in die Liebe-Partnerschaft haben die Wiedergeborenen auch Glück. Nur die Gespräche, das läuft nicht rund. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt gerade etwas in Bewegung und kommen auch Veränderungen. Die Stiergeborenen neigen dazu etwas festhalten, weil sie meinen, das ist die Sicherheit, Stabilität, aber das ist nicht die richtige Handlungsweise. Lieber überlegen, was könnten sie loslassen oder verändern, weil die Chancenmöglichkeiten sind da und sie sollen ihren Angst vor Veränderungen, dieses Gefühl verlassen, diese Zweifel überwinden, weil dann kommt eine Veränderung und auch eine Verbesserung, geht alles leichter voran. Und eine gute Nachricht ist zum Erwarten. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Was ich noch erwähnen möchte, das sind die Blitzberatungen. Was ist es? Und wie funktioniert es? Sie schreiben mir ein E-Mail und beschreiben Sie Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihren Fragen und ich beantworte diese E-Mails blitzschnell. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.